Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Kampfsportfreunde und liebe Zuschauer von Run Fighting, herzlich willkommen hier aus München, aus dem Mixed Munich Art zu Stekos Fight Club. Ich kann Ihnen eines sagen zu Hause, es ist echt eine Schande, Sie hätten hier sein müssen. Sie hätten hier sein müssen, die Stimmung ist schon sowas von überragend. Oder, wo seid ihr, München? Und das vor dem ersten Kampf. Und ich kann sagen, heute Abend nicht nur Weltmeisterschaftskampf, Europameisterschaftskämpfe, sondern auch grandiose Prestige-Fights, gleich zum Beispiel Oskar Plasene. Ja? Dia Hessen wird mit dabei sein. Natürlich Michael Smolik, Marie Lang, Sebastian Preuß, Bojan, The Dragon Alagic und viele mehr werden heute Abend hier im Ring stehen. Natürlich auch Pietro Vecchio wird seinen Weltmeistertitel versuchen zu verteidigen. Es lohnt sich dran zu bleiben und ab 20 Uhr werden wir so scharf sein wie noch nie. Ich sage nur UHD 1. Das erste Mal überhaupt in UHD ausgestrahlt. Das heißt also, hier ist man wirklich sowas von mittendrin, liebe Zuschauer. Und wir starten gleich ohne große Umschweife mit dem ersten Kampf des heutigen Abends. Und wir gehen hier ins Halbweltergewicht Thai-Boxen. Und ich rufe in den Ring den Kämpfer aus Deutschland, aus Stuttgart, Janosch Tibor Schekeres. Und nun sein Gegner in der blauen Ecke. Ich rufe in den Ring aus München, Oskar Plasene. Oskar Plasene. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Offiziellen dieses ersten Kampfes am heutigen Abend. Die Punktrichter. Aus Serbien, Goran Filipovic. Aus Polen, Chris Legien. Und aus der Türkei, Hasan Çatalhöz. Der Mann im Ring aus Frankreich, Henri Chalet. Supervisor, WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher. Und nun der Kämpfer in der roten Ecke. Er ist 17 Jahre jung. 64 Kilogramm schwer, 1,75 Meter groß. Seine Kampfbilanz, 7 Kämpfe, 6 Siege, ein Unentschieden bei einem Knockout. Sein Titel, er ist Junioren-Europameister, tritt an für die Kampfsportakademie Aslan in seiner Ecke. Trainer Ertekin Aslan, Jens Fiedler und Catwoman Silvia Romaike. Meine Damen und Herren aus Stuttgart, Janosch Tibor Schekeres. Sein Gegner in der blauen Ecke ist ebenfalls 17 Jahre jung. Sein Kampfgewicht 64 Kilogramm, seine Körpergröße 1,71 Meter. Seine Kampfbilanz makellos. 9 Kämpfe, 9 Siege, 6 davon durch Knockout. Er ist amtierender WKU-Amateur-Weltmeister. Tritt an für das Kampfsportzentrum Steko in seiner Ecke. Ex-Weltmeister Pavlica Steko und Zvonko Josipovic. Meine Damen und Herren aus München, Oskar Plasene. Der Kampf ist angesetzt auf 3x2 Minuten. Die Kämpfer zur Mitte. The fight is to the center. Beide Kämpfer, no backfist, okay? Wenn es sei stop, you stop the fight. Okay, shake hands, make a good fight. Die Kämpfer sind bereit, so let the fight begin. Hallo und herzlich willkommen zum Stekos Fight Club im MMA im Mixed Munich Arts unter den Straßen Münchens gelegen. Und uns steht ein knalliges Programm bevor, 2 Kämpfe um die Europameisterschaft unter anderem und 5 um die Weltmeisterschaft. Besonderheit heute, alle Meisterschaftskämpfe gehen nur über 3 Runden. Mladen und Pavlica Steko, wie auch WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher, versprechen sich noch mehr Action. Das sieht man auch hier gleich in diesem ersten Kampf zwischen Oskar Plasene in der silbernen Hose und Çekeres. Die gehen von Beginn an zur Sache. Bei mir ist Dardan David Morina. Selber Weltmeister bis 76 Kilogramm Thai-Boxen. Ja. Aggressiver Kämpfer, der Plasene, ne? Ja, ist natürlich ein super Kampf hier. Gleich von Beginn an gehen beide Kontrahenten stark aufeinander zu. Und da kommt ein Niederschlag. Die Rechte von Plasene, voll durchgekommen. Das Handtuch, Ertekin Aslan wirft es sofort. Schwer angeschlagen. Janosch Tibor Çekeres, der Junioren-Europameister. Ja, das ist schon ein harter Hund, dieser Oskar Plasene. Und vor allen Dingen, er ist nicht nur schnell, er ist nur beweglich, sondern Sie haben es eben gesehen, er kann mächtig zuschlagen. Die hat natürlich voll gesessen, also das war ein Volltreffer. Die hat er nicht kommen sehen. Ja, die hat er nicht kommen sehen, das stimmt. Da können Sie zufrieden sein mit dem Auftakt hier, die Stekos.
Pavita Steko, ja, und der arme Janosch Tibor Čekeres, der liegt immer noch am Boden. Hier nochmal die Szene. Da lässt er seine linke hängen und das nutzt der Plazene brutal aus und kommt voll mit der rechten durch. Hier nochmal, Achtung, zack, und dann die rechte, Volltreffer. Und da geht er runter. Beide 17 Jahre alt, aber dieser Plazene ein Riesentalent. Stammt aus Nordirak. Genauso wie sein Onkel übrigens, den wir gleich sehen werden, Tia Hessen. Und immer noch schwer benommen der Čekeres. Sehen wir natürlich überhaupt nicht gerne. Jetzt kommt die Trage. Ja, natürlich motiviert die Stimmung hier noch ein bisschen mehr als sonst. Ist wie ein Hexenkessel hier drin. Ja, beide haben die Fäuste fliegen lassen von Anfang an. Aber muss eben halt auf die Deckung nachgeben. Und da hat er einmal nicht aufgepasst, der Čekeres. Und das war's dann. Wir wünschen ihm immer alles Gute, dass er hier bald wieder zu sich kommt. Ein Action ist gut, aber zu viel Action braucht man dann auch nicht. Aber er hebt die Hände schon, also er ist wieder ansprechbar, wie es aussieht. Und er versucht auch jetzt den Kopf zu heben, also er ist wieder bei Bewusstsein, Gott sei Dank. Aber jetzt wird er erstmal ins Krankenhaus abtransportiert, um festzustellen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und ja, diese Plazene, baden-württembergischer Meister, ISKA deutscher Meister, international deutscher Meister. ISKA-Weltmeister, WKU-Weltmeister. Der hat eine große Zukunft vor sich. Hat natürlich allen Grund, hier sich zu freuen. Auch wenn er natürlich hofft, dass dem Čekeres da nichts Schlimmeres widerfahren ist. Aber wir sehen es, er ist wieder bei Sinnen. Ja. Ein turbulenter Auftakt hier bei diesen Stekos Fight Club. Meine Damen und Herren, bevor wir zur Urteilsverkündung kommen, erstmal alles Gute für den Gegner von Oskar Plazene, alles Gute für Janosch Tibor Čekeres. Aber Sieger in der ersten Runde durch K.O. nach 45 Sekunden aus München, Oskar Plazene! Ja. Ein heißer Auftakt heute. Und hier noch gleich mal der Hinweis darauf, wie der heutige Abend ablaufen wird. Drei Runden, das wird heute Abend die Maxime sein. Es gibt heute Abend kein Taktieren, es gibt kein Dahinzögern, es gibt kein Auf-Kondition-Spielen, sondern heute Abend geht es wirklich auch bei allen Weltmeisterschaftskämpfen darum, drei Runden lang alles zu geben. Ja, meine Ausnahme, ein Kampf, der auf sechs Runden angesetzt ist, das ist unser Boxkampf am heutigen Abend mit Bojan the Dragon Alacic. Ansonsten alles in drei Minuten ebenfalls. Marie Lang, die ihren Weltmeistertitel heute nicht nur verteidigen will, sondern es geht um einen vakanten Weltmeistertitel bis 65 Kilogramm. Also es ist heute Abend richtig Action angesagt und deswegen herzlich willkommen in Stekos Fight Club!